nämlich gerade in einem super schönen Auto, an dem ich jetzt schon dreimal vorbeigelaufen bin. Und ich war ja vorgestern schon mal in dem kleineren, in der kleineren Version drin und war ganz begeistert und habe gefragt, ob wir nochmal die große Version filmen dürfen. Und da wurde mir das ermöglicht. Das finde ich ganz toll. Erstmal herzlichen Dank dafür. Immer gerne. Hallo, und jetzt auch. Wollen wir mal was euch zu dem schönen, tollen Auto erzählen, was wir hier so gesehen haben. Genau, wir befinden uns hier in unserer mittleren Klasse. Das ist der Mercedes 1840 Excellence, in dem wir uns befinden, von RJH. Speziell in diesem Modell haben wir jetzt 18 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Das Fahrzeug hat 400 PS und wird von uns quasi individuell auf Kundenanfrage gefertigt. Es gibt 8 Grundrisse bei diesen Modellen, wo wir dann schon den Großteil für unsere Kunden abdecken können. Und dann sind wir aber sehr, sehr flexibel, was die Inneneinrichtung ausmacht. Es gibt bei uns immer ein Slide-Out, in dem Sie sich gerade befinden, der jetzt bis zu einem Meter ausgefahren ist und dann natürlich nochmal ein sehr, sehr großes Raumgefühl in dieser Wohnung schafft. Schlafplätze gibt es in diesem Fahrzeug bis zu 6 Schlafplätze, auch 6 eingetragene Sitzplätze, also es können auch wirklich 6 Leute mitfahren und sie haben sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten, ob das jetzt das Leder ist in der Sitzgruppe, die Fronten der Möbel oder auch die Echtstein-Granit-Arbeitsplatte. In diesem Fall können Sie sich bei uns alles auswählen. Von der Technik her gibt es sehr, sehr verschiedene Varianten. Sie können uns sagen, was Sie gerne haben möchten und wir versuchen mit Ihnen dann oder bauen das Fahrzeug dann mit Ihnen gemeinsam auf Sie abgestimmt, dass dann der Kunde am Ende sehr glücklich ist, hoffentlich. Das ist Hubert. Genau, das ist jetzt quasi unser Alkoven bzw. Top Sleeper, hat jetzt eine spezielle Variante, dass wir das verlängert haben. Also es hat von der Fahrzeugbreite gegeben 2,40 Meter Platz und eine Länge von 2 Meter, dass man quasi sogar längs in Fahrtrichtung schlafen kann. Und wenn man das Bett dann nicht benötigt, dann kann man die Matratze ganz einfach nehmen, verstaut die oben und klappt das Bett einfach nach oben, um nochmal ein größeres Raumgefühl in der Wohnung zu erhalten. Das ist echt groß, da können also wirklich 3 Leute nebeneinander schlafen. Also genau. Oder 3 Kinder. Oder 3 Kinder, je nachdem. Also das ist sehr, sehr, wirklich sehr, sehr groß. Sehr, sehr viel Platz und es ist auch, wenn man jetzt quasi in der Wohnung sitzt, ist es gut verstaut. Man hat trotzdem genügend Platz und abends, wenn es dann zum Schlafen geht, klappt man es einfach wieder runter und hat alles bereit. Ja, ich würde noch mal wissen wollen, zu der Technik, können Sie da noch mal was sagen von dem Fahrwerk? Da hatten Sie vorhin schon gesagt, das ist Mercedes. Wie viel PS? Der 400. 400 PS, 18 Tonnen, ist ein Mercedes Actros, das neueste Modell, hat sogar die Kameraspiegel mittlerweile. Sie sehen da die Bildschirme, was die Spiegel ersetzt. Diese Bildschirme sind? Das sind die Spiegel praktisch, das sind die Monitore, wo wenn Sie dann das Fahrzeug anschalten, haben Sie oben den Spiegel und da kommt dann der quasi die ganze, der Blick zurück vom Fahrzeug, sehen Sie dann auf diesen Monitoren und nicht mehr in den Spiegeln außen. Hier sieht man beispielsweise unten auch dann komplett die Auswahlmöglichkeiten, ob das jetzt die Lederfarbe ist, die Frontenfarbe, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, Ihr Fahrzeug dann individuell zu gestalten. Also ich würde gerne mal in die Innenausstattung ein bisschen reingucken, so als Frau in die Küche. Genau, das ist ja sehr, sehr wichtig. Hier sieht man quasi den großen Kühlschrank, der jetzt natürlich für unseren Messebedarf ein bisschen eingeräumt ist. Unten drunter findet man auch die Gefrierkombination, die natürlich auch nicht fehlen darf, wenn man mal länger unterwegs ist auf Reisen. Darf ich mal fragen, wie mit den Batterien, was da drin ist? Hier sind jetzt zweimal 160 Ampere Gelbatterien drin. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, auch mit Gas alles zu bedienen, zum Beispiel den Backofen, den Sie sehen, oder die 2 Kochfelder. Und natürlich dementsprechend auch einen Außenanschluss oder ein Solarpanel auf dem Dach, um dann wirklich eine Zeit lang autark auch stehen zu können. Aber Lithium muss man zubuchen? Lithium müssten Sie zubuchen, wäre prinzipiell natürlich aber auch möglich, wenn das der Kunde von uns möchte, dann bauen wir ihm die Lithium-Batterien ein, anstatt Gel-Batterien. Ja, das denke ich, das wird ja immer mehr so gefragt, Lithium, ne? Genau, es ist ja ganz wichtig, dass man auch längere Zeit autark stehen kann, aber dafür sind wir auch gerade vorbereitet und können dann, egal ob das jetzt die Solarpaneele sind, die verschiedenen Batterien,
so kann man alles nutzen, auch wenn man jetzt mal keinen Außenstrom hat. Das ist alles zubuchbar, Solar? Oder? Genau, also es gibt ein Solarpanel, was jetzt hier mit dabei ist. Sie können aber dementsprechend gibt eine Sonderausstattungsliste sozusagen von uns, die wir dann auch meistens mit dem Kunden durchgehen, um dann wirklich speziell auf seine Wünsche eingehen zu können. Und da gibt es dann verschiedene Zubuchoptionen, die wir anbieten. Ja, und Backofen ist mit drin. Genau, es gäbe jetzt dann natürlich noch die Alternative. Und das ist Granit? Das ist Echtsteingranit. Diese Platte wird von uns, also beziehungsweise von einem Zulieferer in der Gegend, die bestellen wir. Die wird dann explizit auch für jedes Fahrzeug so angefertigt, dass die genau hier reinpasst. Auch das Waschbecken, das sind alles Haushaltsgeräte, dass man unterwegs zu Hause ist. Das ist ja unser Slogan sozusagen, unser Motto. Ja, hier sehen wir jetzt die schönen großen Schubfächer. Natürlich sehr viel Staub, geht ganz leicht zu. Und ich mache noch mal hier unten eins auf. Also alles auch natürlich soft close, ganz easy und ganz leicht geht das. Die sind aber schön leicht hier, die Schubfächer. Genau, die werden von uns quasi direkt neben dem Fahrzeug in Schreinereiqualität von uns selbst gefertigt. Daher können wir auch sehr viele Staufächer einbauen, weil das wirklich 5 Meter vom Fahrzeug weg wird, das von uns handgemacht, und dann ist die Platzausnutzung einfach gegeben, dass man überall, wo Staufächer vonnöten sind oder überall, wo Platz sonst verschenkt worden wäre, bauen wir die Staufächer ein, weil man ja am Ende nie genug Stauraum haben kann, stimmt, wenn man unterwegs ist. Das ist wohl wahr. Ich kletter mal hier ein Stückchen hoch. Hier ist nochmal ein Schlafbereich. Genau, hier ist jetzt Grundriss gegeben, ein großes Schlafzimmer sozusagen, auch mit extra Fernsehen und Dachfenster. Hier die Besonderheit ist jetzt unser spezielles Space Cap System, das heißt, der fährt nicht nur seitlich aus, das Leihrad, sondern auch nochmal nach oben. Hier in unserem Space Cap, um wirklich nochmal mehr Kopffreiheit zu haben, was das Fahrzeug natürlich nochmal deutlich erweitert. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Wohlfühloase. Bad? Bad, gerne. Darf ich Ihnen zeigen. Ist direkt hier am Eingang zu erreichen. Komplettes Badezimmer mit einer großen Dusche. Große separate Badezimmer abgetrennt. Große Dusche mit bodenebenem Ablauf. Badheizkörper ist mit eingebaut. Keramikwaschbecken, Waschzeile sozusagen. Staufächer dementsprechend und auch die Keramiktoilette dann mit Abwassertank, 500 Liter Frischwasser haben wir hier drin, also somit auch genügend. Und der Toilettentank? Der hat 250 Liter sowie 200 Liter Grauwasser, also Sie haben genügend Möglichkeiten, auch mal längere Zeit zu stehen, ja, und das Wasser und Tanks reichen vollkommen aus, können natürlich auf individuelle Anfrage vergrößert werden, verkleinert werden. Da sind wir, wie auch im kompletten Fahrzeug, sehr, sehr flexibel, was das angeht. Sehr schön. Auch hier sind von uns natürlich auch Staufächer. Vor allem im Bad hat man ja auch viel Kleinkram, das man verstauen könnte. Also da gibt es auch genügend Möglichkeiten, alles ordentlich zu verstauen. Hier oben auch? Dass man alles dabei hat. Oben ist... Das ist jetzt, geht nicht auf, da ist die Stufe von da vorne drin, aber bietet nochmal einen schönen Spiegel für den größeren Herrn. Genau, dass man quasi... Dass man sich auch sehen kann. Dass man sich auch sehen kann. Das ist die Drittstufe von draußen. Das ist jetzt die Drittstufe, um eben oben ins Bett zu kommen. Genau. Genau. Ja, wunderbar. Gut, dann gucken wir uns mal die Garage an. Die Riesengarage. Hier auf dem Weg zur Garage haben wir jetzt natürlich auch nochmal große Kleiderschränke für Jacken oder sonstige Sachen. Und hier haben wir dann den Durchgang zum Hobbyraum, zur Garage, je nachdem, ob man das als Werkstatt nutzen möchte, mit einer Rampe. Also man kann Motorräder oder Quads beispielsweise problemlos einladen und hat hier dann wirklich, je nach Belieben, einen ganz großen Hobbyraum. Das ist ja Wahnsinn. Das ist so eine richtige Werkstatt. Die ist also wirklich los, also die das hat ja echt 3 Meter Länge, da passen je nachdem alle Fahrzeuge oder Geräte
Spielsachen des Mannes im Hobbyraum passen hier. Und hier könnte man jetzt auch, hier wäre auch möglich, ein kleines Auto reinzupassen, oder gibt es denn extra noch? Ein Smart Fortwo würde reinpassen, wir haben aber dementsprechend auch verschiedene Grundrisse. Es gibt ja acht Grundrisse bei diesem Modell mit abgesenktem Rahmen, Pkw-Heckgarage oder Fahrrad-Heckgarage. Da können Sie bei uns sagen, was Sie möchten, und wir bauen dann für Sie je nach Grundriss dann das passende Fahrzeug. Das ist jetzt, wie gesagt, der Grundriss mit dem Hobbyraum oder der Garage mit Rampe drin. Gibt aber natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, die wir für Sie dann verwirklichen. So. Genau, so wäre das Slideout jetzt eingefahren und ist theoretisch mit einer kleineren Durchgang auch bei eingefahrenem Zustand alles frei nutzbar. Und muss ich den ganz ausfahren oder kann ich den auch stückchenweise ausfahren? Sie können ihn stückchenweise ausfahren. Es ist natürlich von der Dichtigkeit her wichtig, dass wenn Sie länger stehen, dann muss er ganz ausgefahren sein. Ah, okay, alles klar. Ja, weil so wäre es jetzt ein bisschen zu eng hier unten. Genau, Sie können aber, wenn Sie jetzt quasi auf dem Rastplatz sind und dann kurz eine Kaffeepause oder so machen, reicht es auch vollkommen, dass Sie so 20, 30 cm ausfahren. Wenn Sie dann an dem Zielort angekommen sind, am Platz, dann muss er bitte komplett ausgefahren werden. Okay, alles klar. Ja, wieso Fernseher? Man könnte hier einen hinbauen, ja. Ach, dass du von draußen gucken kannst. Genau. Hier könnte ein Fernseher ran, damit man von draußen ein Flatscreen hat, wo man Public Viewing machen kann. Genau. Public Viewing, ja genau. Also hier ist nochmal ein Stauraum, das ist jetzt der Boden praktisch, da wo der, die Werkstatt ist. Genau, also der Boden der Werkstatt geht ungefähr bis hier. Und dadurch, dass wir komplett das Fahrzeug außen selber bauen, alles klar, machen wir hier auch nochmal ein Staufach rein. Auch nicht genug haben, ist jetzt hier die große Seitenklappe. Ist jetzt ein bisschen unaufgeräumt, weil da unser Messebedarf drin ist, aber man sieht ganz gut, was man alles. Also hier können wir auch noch Fahrräder, können auch noch rein. Genau, und alles Fahrräder. Man hat auch eine Steckdose und Licht da, also man kann auch von außen sehr, sehr gut hin und die ganze Technik des Fahrzeugs benutzen. Okay. Genau, hier auf der anderen Seite haben wir dann auch nochmal einen Stauraum mit doppeltem Boden. Hier sieht man den Frischwassertank, auch mit einer Reinigungsöffnung, dass man da wirklich ganz gut hinkommt. Mit Durchladefunktion, das heißt für Bänke, Tische, je nachdem, dass man hier wirklich alles mitnehmen kann. Hier findet man dann die Fahrzeugbatterien verkleidet, dass man auch, wenn jetzt Servicearbeiten anstehen, da am besten hinkommt. Ja. Die zwei Klappen sind dann die Tankdeckel für diesen Elektro. Hier sieht man den Abwassertank bzw. Schwarzwassertank mit Reinigungsöffnung. Gäbe es auf Kundenwunsch auch elektrisch zu öffnen. Und hier ist unser Technikfach, da sieht man jetzt die alte Heizung drin und die verschiedenen Bereiche. Das Technikfach ist bei uns auch immer identisch aufgebaut. Das bedeutet, dass sollte mal ein Problem tatsächlich auftreten, können Sie telefonisch mit uns kommunizieren und wir sagen dann, welchen Hebel Sie drücken müssen, wissen dann auch ganz genau, um was es geht, weil es eben, wie gesagt, komplett identisch immer aufgebaut ist. Wunderbar, das schaut auch gut aus hier drinnen. Richtig ordentlich. Genau, das ist komplett aufgeräumt, auch mit Ersatzsicherungen. Oftmals ist es ja immer bloß eine Kleinigkeit, um da dann schnell eine zu finden. Ja. Obwohl es eigentlich eine Sache von 10 Sekunden ist, die zu tauschen, ist dann immer ärgerlich, wenn man das nicht hat. Hier sieht man auch immer komplett sortiert die Belegung, die Entleerung und Befüllung der Wasseranlage, dass da auch nichts passieren kann. Und hier hinten haben wir ebenfalls noch ein Staufach, einfach dass nichts unbenutzt bleibt. Nochmal ein weiteres Staufach, komplett wasserdicht und isoliert, dass da auch keine Feuchtigkeitsbildung entsteht und man alles einladen kann. Super. Voll die tollen Felgen. Schick. Schick sieht das aus, ja. Tolles Auto. Hier sieht man dann von außen auch nochmal die Dachbedeckung, praktisch die wir innen über dem Bad gesehen haben, das Space Cam. Hier haben wir nochmal eine andere Felge drauf, also beide sehr schön. Sehr, sehr schick. Mhm. So, lieber Patrick, jetzt kommt die Frage aller Fragen am Ende natürlich, so ein schönes Auto.
wo bewegen wir uns denn da so? In dieser Modellreihe, das ist ja das mittlere von unseren Fahrzeugen, Modell Excellence, haben wir einen Grundpreis von 479.000 Euro, je nach Ausstattung. Okay. Und es gibt noch eine größere Variante? Genau, das wäre dann unser Independence. Der hat dann noch mal mehr Auswahlmöglichkeiten, ist auch noch ein Ticken größer, bis maximal 12 Meter, beginnt ab 650.000 Euro Grundpreis. Okay, und der andere gegenüber, das ist die kleine Variante? Genau, das ist bis 7,2 Tonnen, um auch eine Kategorie haben, die man noch mit dem alten Dreierführerschein fahren könnte. Die beginnt dann bei ca. 260.000 Euro ab bis 7,2 Tonnen. Alles klar. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Wir sagen auch herzlichen Dank. Und wünschen viel Erfolg weiterhin. Vielen, vielen Dank. Und gute Verkäufe. Ja, und ein wunderschönes Auto, liebe Leute. Also mir hat es sehr gut gefallen. Das hört man gern. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne.